Geht's schon los? okay, Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu unserem lang ersehnten Review von Madame, dem Abschluss des weißen Time-Story-Zyklus. Time-Stories ist vorbei! Ja, worum geht's denn in Madame? Uns versetzt an den königlichen Hofe von dem Sonnenkönig höchstpersönlich. Ja, 1673, um genau zu sein. Ja, und einiges ist anders, als wir es gewohnt sind. Mhm. Und natürlich bleiben wir in diesem Part zumindest vorerst komplett spoilerfrei. Worum geht's in Madame? Mhm. Hier waren wir doch schon mal. Wirklich? Ja, wir schlüpfen wieder in die Rolle von Zeitreiseagenten. Genau. Und am königlichen Hofe, ja, da gibt's etwas zu korrigieren, was unser aller Zukunft gefährdet. Richtig. Und das müssen wir natürlich rausfinden, was genau das ist, ne? Richtig, und wir fangen schon an und irgendwie wirkt das Ganze auf uns nicht so, wie wir es vielleicht erwarten hätten. In Madame geht es um... Was hast du für einen lächerlichen Hut auf? Was? Ich musste nur kurz zurückreisen und nochmal was prüfen. In Time Stories, Madame, am Hofe von König Ludwig, dem Sonnenkönig himself, müssen wir also etwas anders als in anderen Time Stories Abenteuer gewisse Aufgaben erfüllen, die auch ein gewisses neues System mit sich bringen, was aber doch wieder ein bisschen bekannt ist von einem Szenario wie zum Beispiel Hinter der Maske. Richtig. Sie haben es ein bisschen abgeändert, aber wenn ihr das schon gespielt habt, werdet ihr wissen, was wir meinen. Ja, und irgendwie sind diese Durchläufe dieses Mal verdammt kurz. Ich habe das Gefühl, wir sitzen schon wieder hier am Anfang. Ha. Und du hast den nächsten Hut auf. Was? Ich musste nur kurz was überprüfen. Irgendwie, so ganz bin ich nicht so überzeugt von dem, was hier abgeht. Nein? Woran liegt das? Könnte daran liegen, dass dieses Szenario so sich aufbaut, 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 aufbaut und dann aufeinander aufbaut. Ne? Also. Geht's bloß euch so oder hab ich hier irgendwie einen Knick in der Timeline? Das müssen wir korrigieren. Hoffentlich kommen wir jetzt in einem Durchlauf durch. Ja. Geht ganz schön auf die Nerven, diese ganze Zeitreiserei. Ja. Und immer wieder zurück und immer wieder kriegt man eine Ansage von seinem Vorgesetzten. Nennen wir ihn Vorgesetzten, ja. Nennen wir ihn Vorgesetzten. Ihr wundert euch warum? Das wollen wir euch aber gar nicht sagen. Sonst würden wir vielleicht was Wichtiges vorwegnehmen. Mhm. Was ihr vielleicht selber erkunden wollt. Richtig. Deswegen sind wir komplett spoilerfrei und ihr fragt euch jetzt, was machen die zwei Idioten für ein Video? Genauso, wie ihr euch jetzt vor dem YouTube-Empfangsgerät gefühlt habt, egal ob das jetzt Smartphone, Smart TV oder PC ist, genauso haben wir uns beim Spielen gefühlt. Ja. Ein bisschen, darf ich sagen, verarscht? Ja, doch. In Ansätzen zwar gut gedacht, aber trotzdem irgendwo so unbefriedigt? Ja. Es gibt einen kleinen Kniff auch mit der Zeit, die wird, sagen wir mal, ein bisschen anders eingesetzt als sonst, das mal vorweg. Vielleicht aber, war unsere Art und Weise ja auch ein Hinweis, ohne direkt spoilern zu wollen. Ja, möglich. Ihr merkt, wir versuchen das Ganze so ein bisschen möglichst, wie soll ich sagen, darf ich sagen, wir versuchen es positiv rüberzubringen. Wir waren schlichtweg enttäuscht. Punkt. Wir haben uns verdammt nochmal auf dieses Abenteuer gefreut. Wir haben uns auf diesen Fall gefreut. Ja, wir sind ja große Time Stories Fans, ne? Man hat es ja auch in unserer Top 10 gemerkt oder ist ja bei mir ganz oben gelandet, ne? Und ich habe gehofft, dass das jetzt dieser ganze Zyklus so einen würdigen Abschluss findet.
Und sie haben natürlich was eingebaut. Wir haben ja auch schon ein Video gemacht, wo ich dieses Rätsel des ganzen Time Story Weißen Zyklus löse. Ja, man vergleicht Time Stories immer schön mit einem Kinobesuch vielleicht oder mit einem DVD-Player, die Basisbox, wo man sich immer DVDs kauft, immer einzelne Stories spielt, aber vielleicht auch mit einer Staffel. Ja, es ist jetzt die Serie Time Stories und die erste Staffel ist jetzt rum und man erwartet am Ende so einen richtig großen Cliffhanger, aber vielleicht auch einen Abschluss. Richtig. Und der Abschluss hat gefehlt, ein Cliffhanger gab es aber. Der Cliffhanger war riesig. Für meinen Fall war, für meinen Begriff war das kein Cliffhanger. Das war schon fast ein freier Fall von der Klippe. Also du hängst da nicht mehr, sondern du fällst ganz, ganz, ganz tief. Und irgendwie ist die Landung nicht besonders sanft. Ich sehe es gemischt irgendwie, muss ich sagen. Es kommt drauf an. Ich habe es, glaube ich, in meinem Aufgetischt verglichen mit, bislang war Time Stories für mich so wie, wie beschreibe ich es? Ich beschreib's am liebsten mit einer Serie wie zum Beispiel Dr. House. Mhm. Ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Oder nehmt meinetwegen Alarm für Cobra 11. Das sind so Serien, wo mir persönlich, wo besonders gut als Vergleich dienen. Warum? Jede Folge als solche ist abgeschlossen in sich, bildet eine Einheit, die im Gesamtkontext einfließt, aber die herausgelöst alleine betrachtet werden kann, ohne dass man in der Luft hängt, weil einem der Kontext der Folge vorne dran fehlt. Es gibt einen roten Faden, der sich im Hintergrund genau, es gibt einen hangelt. Kleinen, dünnen roten Faden. Mhm. Nicht dieses dicke Tau, was ihr unbedingt braucht. Mhm. Eine Daily Soap hat für mich so ein dickes, rotes Tau. Da siehst du zwei Folgen nicht und dann denkst du jetzt, was hat jetzt der eigentlich mit der schon wieder am Laufen? Ja? Und warum ist jetzt die plötzlich die Tochter vom Neffen des... Ihr wisst, was ich meine. Das ist das rote Kabelbündel, das sich durchzieht. In Time Stories ist es ein zarter Seidenfaden. Und plötzlich ist es ein rotes Tau. Ja, und das Problem ist auch, dass am Anfang von Time Stories, also die ersten drei, würde ich jetzt mal sagen, drei, vier... Da war noch so der Faden zu erkennen. Also wenn man die wirklich der Reihe nach spielt, hat man immer diese Anspielungen auf vorherige Teile gemerkt. Und da hat man auch gemerkt, oh, da steckt eine richtig große Story dahinter. Und die Story sucht man jetzt vergebens. Ja, also die sind auch immer mehr davon weggekommen. Ja. Mit jeder weiteren Erweiterung. Die große Frage, die sich mir aufdrängt, ist, ursprünglich war ja eigentlich auch das Hadal Project, oder wie auch immer man das dann ausspricht, Hadal Project, da geplant als Abschluss des weißen Zyklus. Mhm. Und jetzt bildet es plötzlich den Beginn des blauen Zyklus. Mhm. Wo ich mir dann die Frage stelle, hat man sich da vielleicht bei den Space Cowboys etwas vergaloppiert, musste damit plötzlich zurückrudern und schafft dann kein vollständiges Full Experience Time Stories, sondern plötzlich so ein unbefriedigendes Ende wie in Madame. Irgendwie fühlt es sich so an, als wenn da jetzt noch was kommen müsste. Nicht als wenn da ein Zyklus kommen müsste, sondern als wenn da einfach jetzt noch was fehlt, was für mich Madame abschließt. Wir hängen nicht nur im Zyklus in der Luft, wir hängen auch in diesem Fall in der Luft. Und dann natürlich dieses, wir spoilern nicht in diesem Video, aber für den tatsächlichen Auftrag, den er ausfüllen müsste. Um es mit den Worten von Rado zu sagen, there's no single fucking hint. Es gibt keinen einzigen Hinweis im kompletten Spiel, ja, warum wir das machen müssen. Das war's und aber. Was wir machen müssen. Oh. Es gibt nichts. Es gibt nichts. Ja. Ihr bekommt aus dem Nichts einen Auftrag und den wisst ihr nicht. Man muss vielleicht mit der Lupe suchen, dass man vielleicht draufkommt und dann ist auch nur ein Fehler drin. Also nicht nur einer. Und das macht es halt auch ein bisschen schwierig und auch so einen faden Beigeschmack. Ne? Denn wie lange hat man Zeit, sowas zu produzieren und dann merzt man sowas nicht aus oder denkt drüber richtig nach. Ne? Also das ist auch das Problem, dass man bei Zeitreisegeschichten ist ja eh totaler Wirrwarr, ne? Aber ja, man muss ein Gerüst haben, um Zeitreise-Stories wirklich gut erzählen zu können. Siehe Star Trek, Doctor Who. Ne? Das haben sie am Anfang vielleicht angefangen, aber nicht zu Ende gedacht. Oder hat irgendeiner gedacht, ach stimmt, da war doch noch was. Mhm. Oder ich weiß es nicht. Am Schluss haben sie zwar schon was probiert, ja, wieder das Spoiler-Video, was wir da hatten. Deswegen ist es bei mir so eine Mischung.
irgendwie cool, aber nicht zu Ende gedacht. Viele gute Ansätze, ja, die man leider nicht komplett konsequent bis zu Ende verfolgt hat. Es fühlt sich tatsächlich so an, als wäre irgendwo unterwegs die Luft rausgegangen. Ja. Ausgegangen. Wir haben das auch gemerkt und haben gedacht, oh, bevor wir da Hadal Project rausbringen, machen wir es lieber in Blau rein und probieren da was anderes. Ich sag mal so, ich sehe den blauen Zyklus mit sehr gemischten Gefühlen entgegen. Mhm. Auf der anderen Seite die unheimliche Neugier. Ja, absolut. Und auf der anderen Seite aber diese, wie soll ich sagen, leichte Frustration von Madame. Naja, Frustration ist vielleicht fast zu hart gesagt, aber doch so ein bisschen die Ernüchterung, die einem jetzt so in den Knochen steckt, wo man sagt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt erstmal sacken lassen möchte, um zu gucken, was sagen andere dazu, bevor ich da reinspringe. Oder möchte ich vielleicht doch einer der Ersten sein? Aber eigentlich würde ich gerne noch die verbleibenden 3 weißen Fälle spielen, die mir fehlen. Du meinst, bevor du ins Blaue greifst? Ja, bevor ich ins Blaue springe. Ah. Ja, okay. Ist so, es hat jemand unter meinem Aufgetischt kommentiert, lass die Finger weg, ist Zeitverschwendung. Wäre tatsächlich unheimlich schade, wenn es so wäre. Weil mir haben tatsächlich sehr viele Time-Stories-Abenteuer sehr gut gefallen. Und man kann auch sagen, das ist sehr wenig kampflastig, ne? Also Würfel sind da gering, also wäre eher so... Aber dafür finde ich tatsächlich den Time-Captain-Würfel hier drin störend. Ja. Ihr werdet sehen, warum, wenn ihr es spielt. Der kann ganz schön dazwischen pumpen. Das ist irgendwo so ein bisschen... Oh, und wir sehen da was. Durchlauf beendet. Und es ist natürlich schwer, weiteres zu sagen, ohne euch nicht irgendwelche Inhalte zu spoilern, die dieses Spiel ausmachen. Schön ist es, dass sie sich geschichtlich wohl dran gehalten haben. Ja. Also mit viel Infos, Charaktere, aber es ist halt extrem französisch. Und also es war halt zu viel, um tatsächlich was zu behalten. Wer jetzt, wenn es alles, wenn es soll ja wohl auch alles historisch stimmen. Wobei, was ich tatsächlich gut fand, sind diese, ich nenne es jetzt mal bewusst, ohne zu spoilern, Mini-Elemente, die immer wieder im Spiel hochpoppen, auch die was Neues machen, ja, die aber, was man so nicht von Time Stories kennt, was das Ganze eigentlich nett macht, die ich im Spiel tatsächlich gut anfühle. Ja. Auch diese gefühlten 1000 Durchläufe, die wir durchlaufen in diesem Szenario, fühlen sich erstmal nicht schlecht an. Ja, am Anfang denkt man, aber dann, ich verstehe, und das was der war Sinn so, ist. Ja. Das Ganze in einer Kurve, wie unsere wie unser Spaßlevel war und unsere Laune war so, Verwunderung? Was machen die da? Oh, das ist ja ziemlich cool. Was ist das? Ja, es ist so, und dann war es im Schluss weg und wir alle verdutzt um den Tisch gesessen. Schade eigentlich. Dieser weiße Zyklus hätte ein geileres Ende verdient gehabt. Aber die Rätsel, das sind nicht schlecht. Ja, die Rätsel, die sie da reingebaut haben, muss man schon sagen, das ist mal wieder was anderes gewesen. Ja? Ja. Das fand ich nicht schlecht. Und auch dieses neue System, dass man was Bestimmtes braucht, um irgendwo an Orte zu kommen, sage ich jetzt einfach mal. Sag ja teilweise ähnlich wie Hinter der Maske, wenn euch das gut gefallen hat, genau, dann seid ihr zumindest hier nicht ganz verkehrt vom System. Da hat man doch, das erkennt man wieder, auch die Tatsache, dass die Kämpfe jetzt nicht so stark waren, macht es eigentlich auch gut. Ja. Und, aber eher eines der schwächeren Time Stories. Ja, vor allem als Abschluss. Ne? Man könnte jetzt sagen, auch wie Radus schön gesagt hat, nicht bei jeder Serie ist nach der ersten Staffel der Bösewicht schon gefunden, sag ich mal, oder sowas. Ne? Kann dann sein, dass in der zweiten oder in der dritten Staffel sogar erst passiert. Und wir müssen also auf den roten Zyklus warten. Oder genau, grünen, genau, richtig. Oder auf den lilanen. Ja. Wir wissen es ja nicht, wie es weitergeht. Sie ändern das System auch, ne? Jetzt den neuen blauen Zyklus. Mal schauen, was sie sich haben einfallen lassen. Vielleicht haben sie daraus gelernt, vielleicht auch aus Feedback, dass jetzt erst kam, ich weiß es nicht, weil die gibt es ja schon seit 2016? 15, glaube ich, sind sie rausgekommen. 16 zum Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres nominiert gewesen. Da ist viel Zeit. Jetzt haben wir 19. Also es ist viel Zeit vergangen. Wenn jeder Zyklus 3 Jahre dauert, dann ist da noch viel Potenzial. Auf der anderen Seite finde ich ein bisschen befremdlich, dass die ersten Bilder des blauen Zyklus, die aufgetaucht sind, kein Spielbrett mehr zeigen. Ja. Und man, natürlich braucht man das nicht. Aber ich persönlich bin so ein Fan, ich wünsche mir da eine Spielmatte. Weil wenn ich ein Spiel habe mit vielen Karten, die ich irgendwo sortiert auflegen muss,
dann finde ich das einfach schön, wenn ich einen dedizierten Platz dafür habe. Na, bis jetzt, also die Bilder, die ich gesehen habe, sah es schon noch ähnlich zu dem. Kannst ja die alte Time Stories werde ich auch verwenden, wenn das geht. Ja, das vielleicht empfehlen sie es ja auch, dass man es nehmen kann, wenn man es noch hat, aber brauchen tut man es wahrscheinlich nicht mehr. Wir werden sehen. Wäre natürlich jetzt eher interessant, wollt ihr noch ein Spoiler-Video, dann schreibt es uns in die Kommentare. Mhm. Oder was ist euer Eindruck zu Madame, was ist euer Eindruck zu Time Stories? Haben wir euch jetzt, Madame, dermaßen madig geredet, dass ihr absolut keine Lust mehr habt? Wir könnten natürlich dieses Video jetzt an dieser Stelle beenden und einfach einen Cliffhanger lassen. Aber ich glaube, das wäre ungerecht euch gegenüber, denn ihr wollt ja wissen, ob wir noch irgendwas zu sagen haben. Es sei denn, ihr habt schon ausgeschaltet, habt euer Cliffhanger selber produziert. Richtig. Aber wenn ihr alle Time Stories gespielt habt, bis auf das, dann lohnt es sich natürlich, das Ding halt anzugucken. Aber wenn ihr das finale Rätsel lösen wollt, was Dennis im Spoiler-Video gelöst hat, dann legt die anderen Time Stories bereit. Es sei denn, ihr habt da schon irgendwie was in den letzten Abenteuern quasi aussortiert, was ihr mitnehmen solltet. Ja, genau. Ja, so sieht's aus. Genau. Schreibt in die Kommentare, wie ist euer Eindruck? Wie sehr mögt ihr Time Stories oder sagt ihr, nee, brauche ich nicht? Ja. Lasst uns mal wissen, wäre interessant zu sehen. Genau, und irgendwann gibt es halt dann die volle Lotte, ne? Von allen. Genau, wenn ich alle gespielt habe, dann werdet ihr definitiv von uns ein Ranking bekommen und zwar von 10 bis 1. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie das aussehen wird. Es sind nämlich genau 10. Ja, und falls ich mich nicht erinnern kann, was bei welchem Fall passiert ist, kommt genau jetzt der Dennis aus der Vergangenheit hierher, wenn es Zeitreisen gibt. Okay. Dann halt uns bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao, ciao.